Unsere Adventsreise mit Stever startet frühmorgens bei dichtem Schneetreiben. Kein ideales Wetter für eigene Wohnmobiltouren. Weihnachtlich dekoriert, die Busbasis. Nach dem Start erstmal ein Premium-Frühstück im Bistrobus. Draußen winterliche Straßenverhältnisse auf der Autobahn. Unser erster Stopp, Ulm, der Weihnachtsmarkt, direkt unterhalb des Münsters. Das Wetter schlägt um, von mausgrau zu stahlblau. Den betrachten wir uns ausführlich, lassen uns inspirieren, kommen ohne Einkäufe, aber mit einigen neuen Ideen zurück. Wir können es kaum glauben. Sonne satt. Und nach Überquerung der Grenze zu Tirol, beim Stopp am Rasthaus Zugspitzblick, eine traumhafte Aussicht. Auf, naja, auf was wohl, die Zugspitze. Es dämmert und gegen Abend erreichen wir nach rund 500 Kilometern das Hotel Schlüssel in Reiming. Unser Zuhause für die nächsten 3 Tage. Heute auf dem Programm, rund um die Zugspitze. Über den Fernpass bis nach Garmisch-Partenkirchen. St. Martin ist die Pfarrkirche von Garmisch. Sie ist ein Beispiel des süddeutschen Barocks und wurde 1730 bis 1734 erbaut und ist auf jeden Fall sehenswert. Ein relativ kleiner, überschaubarer Weihnachtsmarkt und schon geht es weiter über Mittenwald nach Seefeld. Die Wallfahrtskirche St. Oswald, mitten im Ort, zählt zu den schönsten spätgotischen Bauten Tirols. Ein Blick in die Kirche ist ein Muss. Anschließend ein Rundgang über den Christkindlesmarkt und schon geht es nachmittags zurück nach Reiming. Den hoteleigenen kleinen, aber feinen Pool haben wir vor dem Abendessen für uns ganz alleine. So klingt der zweite Tag im Schlüssel perfekt aus. Auch der dritte Tag im Schlüssel beginnt erst einmal mit einem hervorragenden Frühstück, bei dem fast keine Wünsche übrig bleiben.
Der restliche Tag hat das Motto Innsbruck. Mit anschließend frisch gebrannten Maronen und Glühwein im Schlüssel. Der erste kurze Stopp, die Pfarrkirche und Basilika Maria Empfängnis. Auch dieser Kirchenbau ist sehenswert, für meinen Geschmack aber etwas überladen. Nach einer kurzen Fahrt werden wir im Zentrum zu einem Stadtspaziergang entlassen. Was wäre Innsbruck ohne, na was wohl, das goldene Dachl. Das wurde mit 2657 vorher vergoldeten Kupferschindeln gedeckt und ist die Sehenswürdigkeit in Innsbruck. Anschließend ein Rundgang über den Christkindlesmarkt. Wir machen einen Stopp zum Aufwärmen im Café Katzung. Und schon geht es nachmittags zurück nach Heiming. Maronen und Glühwein warten schon. Danach lassen wir es uns trotzdem nicht nehmen, vor dem Abenddinner noch eine Runde im Pool zu verbringen. So klingt der dritte Tag und mein Schnapszahlengeburtstag im Schlüssel sehr schön aus. Der vierte Tag ist gleichzeitig der Abreisetag. Kalt ist es, auch der Schnee ist liegen geblieben, also alles vorweihnachtlich. Das heutige Highlight ist der etwas längere Aufenthalt in München auf dem Christkindlesmarkt. Und wer bei den 135 Ständen hier nicht fündig wird, ja dem kann ganz sicher nicht mehr geholfen werden. Wir wurden auf jeden Fall fündig, haben ja auch kaum weihnachtliche Deko zu Hause. Und hungern muss auch keiner, es gibt für jeden was Passendes. Noch keine Krippe zu Hause? Auf dem Krippenmarkt mit seinen 11 Ständen wird man fündig. Nach 2 Stunden Grummelei geht es endgültig wieder nach Hause. Unser Resümee. Wenn auch mit 4 Tagen kurz, so war doch dieser Trip schön. Und wie üblich bei diesem Veranstalter, bestens organisiert. Kurzum, empfehlenswert.